sind wir wieder. Und wir sind auf dem Heimatplaneten vom Dingsbums. Und ja. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit für einen Plausch? Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Ich habe bei den Kroganern noch nie einen Mechaniker gesehen. Glauben Sie, wir entführen Quarianer und lassen Sie die harte Arbeit machen? Nein, das haben wir aufgegeben. Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass Rhenkohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen, ist wohl zu viel verlangt. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Suchen Sie immer noch den Salarianer? Oder wollen Sie nur meine Zeit vergeuden? Wie komme ich zum Warlock-Clan? Nehmen Sie ruhig den Truck, Mensch. Folgen Sie den Überresten der Straße zur Basis des Sehen Sie sich nur vor dem Bloodpack vor. Wir reden später weiter. Suchen Sie immer noch den Salarianer? Oder wollen Sie nur meine Zeit vergeuden? Zeit zu kämpfen! Schwächling!
bin bei Ihnen. Okay. Sind wir doch tatsächlich in der Grafik hängen geblieben. Also, nochmal von vorne. Das sollte ausreichen. Der ist tot. Nimm das! Okay. Ist ja ganz einfach. Zeit zu kämpfen. Klar. Natürlich. Letztes Feuerchen. Einer ist weg.
dir. Spaß. Nahkampf, komm mit! Ich bin Rogana! Verbrennungstag ein. An den Anmarsch. Einer ist da. Bin direkt hinter Ihnen. Das verfolgt gerade der Nächste. Auf mich schießen, Idiot! Oh. Oh. Funktioniertes organisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Diese Leiche, ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt, Opfer von Experimenten.
Es lässt sich vermutlich nicht ermitteln, wer dieser arme Kerl war, oder? Keine Tätowierung, keine Identifizierung. Vielleicht Sklave oder Gefangener. Vielleicht Söldner oder Pirat. Nicht mehr von Bedeutung. Eindeutig Teil der Tests zur Heilung der Genophage. Menschen nützlich als Testobjekte. Genetisch vielfältig. Dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Experimente an Menschen? Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee halten. Habe selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Sie mussten doch sicher auch Tests am lebenden Objekt durchführen, als Sie die neue Genophage entwickelt haben. Nein, ist unnötig. Habe Tests beschränkt auf Simulationen, Arbeit mit Leichen und geklonten Gewebeproben. Komplizierte Tests an Baron durchgeführt. Keine Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung sind. Einfache Regel. Habe sie nie gebrochen. Experimente an Menschen? Habe selbst... Wird von Scoop... Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Weiter. Wir haben Malen noch nicht gefunden. Weiter. Bleibe in der Nähe. Ja, ja. Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans, Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten Sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, Ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit Sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Sie haben einen Salarianer namens Malon. Ich werde nicht ohne ihn gehen. Der Salarianer bleibt bei uns. Seine Arbeit ist das Werkzeug unseres Triumphs. Der Verloc-Clan wird die Genophage heilen und sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten. Sieht aus, als hätten Sie erkannt, woran Malen arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Es muss nicht so ablaufen. Ich kann ja verstehen, dass Sie die Genophage heilen wollen. Nein, Mensch. Sie verstehen gar nichts. Sie haben die Berge von Kindern nicht gesehen, die niemals leben durften. Den Korganern wurde Unrecht angetan. Wir werden alles wieder gerade rücken und Rache nehmen. Die halbe Galaxie betrachtet die Korgana als Opfer. Wenn sie einen Krieg anzetteln, werden sie jede Unterstützung verlieren. Wir haben das Blatt weg und wir haben den Salarianer. Wenn unser Clan einmal in die Millionen geht, brauchen wir keine Unterstützung mehr. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Korgana. Und aus den korganischen Rebellionen wird das korganische Reich. Die überlebenden Spezies werden ihren Kindern Schreckensgeschichten darüber erzählen, was das Bloodpack mit den Turianern gemacht hat. Die Asari werden schreien, wenn ihre Zitadelle in die Sonne stirbt. Wir werden die Salarianer als Sklaven halten. Und ihre Eier als Delikatesse verspeisen. Wenn sie so dumm sind, nicht zu fliehen, werden sie zu den Ersten gehören, die wir zertreten. Für Verloc Gold! Angriff! Feindbeschuss!
Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Bringen Sie uns einfach hin. Aktive Konsole. Enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen. Stabile Hormon-Mutagene. Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Die meisten Leute würden die Entwicklung einer Seuche, die steril macht, nicht so gleichgültig abtun, Morden. Nicht Entwicklung, Modifizierung. Viel schwieriger. Arbeit innerhalb der Grenzen der bestehenden Genophage. Hundertfach komplexer. Fehler nicht akzeptabel. Könnte totale Sterilität und bösartige Tumore verursachen. Könnte sogar Effektivität vermindern. Schlimmer als nichts zu tun. Mussten Kroganer-Population stabil halten. Einer von tausend. Perfektes Ziel, optimales Wachstum. Wie beim Gartenbau. Sie behaupten also, Sie hätten ebenso viel Mühe darauf verwendet, dass die Population nicht absinkt? Ja, hätten Kroganer aushorten können. Kein Problem. Mehr Mutation schwächt die genetische Struktur noch stärker. Haben uns dagegen entschieden. Auslöschung der Rachni tragisch. Sollte sich nicht wiederholen. Jedes Leben wertvoll. Universum braucht Vielfalt. Die meisten Leute würden die Entwicklung einer... Nicht Entwicklung. Mussten Kroganer-Population stabil halten. Einer von tausend. Perfektes Ziel, optimales Wachstum. Wie beim Gartenbau. Wie war die Arbeit im Projekt zur Modifizierung der Genophage? Die besten Jahre meines Lebens. Mit neuen Ideen aufwachen, beim Frühstück darüber sprechen, den ganzen Vormittag experimentieren. Nachmittags statische Analysen, vor dem Abendessen neue Simulationen starten, Datendurchläufe während der Nacht. Lachen, Ego, Diskussionen, Leidenschaft. Das größte Problem der Galaxie lösen mit unbegrenzter finanzieller Unterstützung. Wir bekamen alles, was wir anforderten. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren früheren Teamkollegen? Nein, mit der Freisetzung änderte sich alles. Habe Testfreisetzungen bei isoliertem Kroganer-Clan durchgeführt. Die Resultate waren positiv. Dann erfolgte Freisetzung auf dem Rest von T'Chanka. Ende des Projekts, Wege trennten sich. Habe Ende beobachtet, absinkende Geburtenrate. Persönlich, privat, für Team nicht geeignet. Sie waren wohl ziemlich wichtig. Wie kam es dazu, dass Sie auf Omega Leiter einer Klinik wurden? Wollte Leute heilen. Viel erreicht in den letzten 10 Jahren. Etwas Leichtes, ohne ethische Bedenken. Verstehe Argumentation für modifizierte Genophage. Richtige Entscheidung. Aber manchmal immer noch Schlafstörungen. Wie können Sie dem Einsatz der Genophage zustimmen, Morden? Sehen Sie doch, was dadurch aus T'Chanka geworden ist. Lage von T'Chanka nicht Ergebnis der Genophage. Nuklearer Winter von Kroganern verursacht. Lange vor Kontaktaufnahme der Salarianer. Entscheidungen der Kroganer. Verweigerung von Waffenstillstand während der kroganischen Rebellionen.
Expansion nach den Rachnikriegen, Zersplitterung nach der Genophage. Genophage medizinisch, nicht nuklear. Viren verursachen keine Krater. Schadensursache sind Kroganer, nicht Salarianer, nicht ich. Wenn die Kroganer sich also zusammentun und eine gemeinsame Regierung bilden würden, fände das ihre Zustimmung? Ja. Vereinte Kroganer haben Galaxie gerettet und Rachni vernichtet. Genophage keine Bestrafung. Modifiziert einfach Fruchtbarkeit als Korrektiv der Entfernung aus feindseliger Umwelt. Dennoch sind sie für die Resultate auf T'Chaka verantwortlich. Sie haben das Virus verbessert, wegen dem sie Barbaren geblieben sind. Kroganer haben Kriegsverbrechen begangen, Verhandlungen verweigert. Niederlage gegen Turianer nicht endgültig. Kroganer hätten sich erholen und erneut angreifen können. Konventioneller Krieg zu riskant, kroganische Streitkräfte zu stark. Genophage war einzige Option. Kroganer haben Genophage provoziert. Wir oder sie. Werde mich für Sieg nicht entschuldigen. Hätte friedliche Lösung vorgezogen. Wir werden Mailer nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Los, weiter. Toter Kroganer, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Sterile Warlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie der Anblick einer toten Kroganerin aus der Bahn wirft. Was? Warum? Wegen der Genophagearbeit? Irrelevant. Nein, ursächlich. Habe nie mit lebenden Kroganern experimentiert, nie mit Medizin getötet. Ihr Tod ist nicht mein Werk, habe nur darauf reagiert. Ziel war Stabilisierung der Population. Wollte das nie. Kann es logisch nachvollziehen. Ist dennoch unnötig. Dumme Verschwendung von Leben. Hasse diesen Anblick. Sie haben doch nicht geglaubt, dass die Kroganer sich zurücklehnen und die Genophage einfach weiterwirken lassen, oder? Vermutlich nicht. Trotzdem ein unangenehmer Anblick. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Morden. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander. Zerbrechlichkeit des Lebens. Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt. Verschiedene Spezies. Keine Antworten. Viele Fragen. Sie versuchen doch nur, mit Ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt, wissenschaftlich brillant, aber ethisch fragwürdig. Reaktion der Kroganer, schrecklich, tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit, tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Können Sie das wirklich alles rational wegargumentieren? Wie rechtfertigen Sie das? Rat des Lebens. Beliebte Idee bei Salarianern. Ähnlich wie Hinduismus bei Menschen. Konzept der Wiedergeburt. Einladen, das Leben als endlos zu begreifen. Fehler im nächsten Leben korrigieren, lernen, anpassen, verbessern. Kann nicht glauben, dass das Leben hier endet. Zu große Vergeudung. Habe noch viel anzubieten, muss Fehler korrigieren. Hier kann nicht das Ende sein. Könnte noch so viel bewirken. Genug jetzt von Ihrem spirituellen Leben. Irgendwas Informatives über die Leiche? Minimale Erkenntnis über die Experimente. Gentherapie. Gutartige Mutation wurde angestrebt. Bei großem Krebsrisiko. Kroganische Forscher skrupellos. Setzen für neue Daten Frauen des eigenen Clans aufs Spiel. Widerlich. Kurzsichtig. Falsch. Für mich ist das Infizieren einer ganzen Spezies mit einer Seuche, die unfruchtbar macht, nicht viel besser. Es musste getan werden. Rachni-Kriege, kroganische Rebellionen, alles deutete auf Aggression durch Kroganer. So viele Simulationen, Effekte des Populationswachstums bei Kroganern, alles deutete auf Krieg hin. Auslöschung, Genophage oder Genozid. Die Galaxie vor den Kroganern retten, Kroganer vor der Galaxie retten. Sie hätten stattdessen ein Heilmittel für die Genophage entwickeln können. Das hätte den Kroganern Hoffnung gebracht, sie hätten sich darüber gefreut. Das setzt menschliche Reaktion voraus. Funktioniert bei Kroganern anders. Unwirtliche Umwelt, Möglichkeit zur Flucht, Kampf. Hätte T'Chanka ins Chaos gestürzt.
Sieger hätte Ökonomie im Kriegszustand gehabt. Blutrünstige Armee. Einzig logische Folge, galaktische Expansion. Mehr Krieg. Genophage hat Leben gerettet, die der Krieg vernichtet hätte. Sehen Sie sich die tote Frau an, Morden. Die haben Sie wohl nicht gerettet. Nein, sieht nicht so aus. Habe mit verfügbaren Daten gearbeitet. Einzige Option. Sonst keine mögliche... ist nicht mehr wichtig. Was das wohl ist. Gezielter Schuss. Explosionen sind nützlich. Brennen sich durch organische Panzerung. Sie haben die Wachen des Bloodpack umgelegt. Nicht Bloodpack. Kein Mitglied des Warlock-Clans. Falsche Clanzeichen. Ich bin ein Kundschafter der Ödnacht. Warlock-Wachen haben mich erwischt und hierher gebracht. Sie sehen nicht gut aus. Sind Sie verletzt? Sie haben mir was gegeben. Sachen. Meistens Spritzen, manchmal auch Gas. Hat mich krank gemacht. Fieber, Schmerzen. Kann kein Essen bei mir behalten. Sie werden die Genophage heilen. Ich bringe einen Auftrag. Für alle Programme. Brauchen Sie Hilfe, um hier rauszukommen? Bis zum Ausgang sollte es kein Problem geben. Sie verstehen. Ich bin nicht zu krank, um zu leben. Aber ich muss bleiben. Sie heilen die Genophage. Sie sorgen dafür, dass alles besser wird. Deshalb müssen Sie weitere Tests machen. Vorsicht, Shepard. Patient instabil, beeinflussbar. Gehirnwäsche. Warum möchten Sie, dass Sie die Tests fortsetzen? Es ist meine Schuld. Ich wurde gefangen. War nicht stark genug. Nicht gut genug. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ich habe alles gegeben. Ich bin nicht wichtig genug, um eine echte Chance bei den Frauen zu haben. Ich werde niemals eigene Kinder haben. Aber wenn ich helfe, die Genophage zu besiegen, bin ich jemand. Millionen von Kindern werden geboren werden. Warlock-Kinder. Sie werden die anderen Clans vernichten. Aber... nein. Nein. Sie sagten, ich helfe damit Ödnacht. Wenn Sie Ödnacht helfen wollen, müssen Sie dorthin zurückgehen. Aber man muss schon ein ziemlich harter Kerl sein, um das verwundet zu schaffen. Ich schaffe es. Sie? Ich sagte harter Kerl, nicht Kundschafter, der wimmert wie ein Quarianer mit Magendrücken. Ich schaffe es. Ich stehe schon wieder. Und ich gehe ins Lager der Frau. Genau. Gehen Sie zurück und zeigen Sie denen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Los, los! Voran! Gut gemacht. Zum Glück ist das Subjekt wahrscheinlich nicht ansteckend.
Wie hoch? Hauptschuss! Ist ja ganz einfach. Feindbeschuss. Oh! Hübsches Feuerchen.
klar. Bin bei Ihnen. Startschuss. Feinde im Anstoß. Ja. Verstanden. Kein Problem. Kapiert. Wird erledigt. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Malen, am Leben, unverletzt. Keine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz Ihrer Intelligenz, Professor, ist es Ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die Ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden Sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Vielleicht haben ihn die Warlock einer Gehirnwäsche unterzogen oder ihn unter Drogen gesetzt, um ihn unter Kontrolle zu halten. Unwahrscheinlich. Pupillen normal. Körpersprache entspricht normalem Metabolismus. Bitte, Professor. Sie haben darüber einen Artikel verfasst. Erzwungene Verhaltensmodifikation führt immer zu geistigem Verfall. Ob nun durch Indoktrination der Reaper oder durch Drogen, die Testobjekte haben immer ihre höheren kognitiven Funktionen eingebüßt. Keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Malen muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben.
Das Bloodpack hat Malon nie entführt. Er ging zu ihnen. Er arbeitet freiwillig an einem Heilmittel. Kontakte sagen, er arbeitet mit Bloodpack zusammen. Vermutlich. Aber warum? Hat Notwendigkeit von Genophage nie angezweifelt. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war ihr Schüler. Ich habe zu ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Glauben Sie ernsthaft, Ihre Experimente hier wären gerechtfertigt? Wir haben kulturellen Genozid verübt. Nichts, was ich tue, kann danach je wieder gerechtfertigt sein. Die Experimente sind monströs, weil man mir beigebracht hat, ein Monster zu sein. Morden, haben Sie jemals solche Experimente durchgeführt? Nein, das habe ich Ihnen nie beigebracht, Malon. Ihre Hände sind also unbefleckt. Dann ist es auch egal, dass der Boden mit dem Blut von Millionen getränkt ist. Sie haben mir beigebracht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich werde unsere Tat ungeschehen machen, Professor. Auf die einzige Art, die mir das ermöglicht. Was geschieht, wenn die Genophage geheilt ist und die Krogane wieder expandieren? Das hätten Sie dann zu verantworten. Wir haben diese Untat gerechtfertigt, indem wir behauptet haben, die Kroganer würden Krieg und Zerstörung bringen, wenn ihre Population sich wieder erholt. Aber sehen Sie sich die Galaxie doch mal an. Die Batarianer greifen in der Traverse an. Die Geth greifen die Citadel an. Ist das Universum also friedlicher geworden? Der Angriff auf ihr Eden Prime wäre vielleicht nie passiert, wenn wir zugelassen hätten, dass die Kroganer sich erholen. Wir werden es nie erfahren. Was hätte eine Bevölkerungsexplosion der Kroganer dazu beigetragen, Zaren und die Geth aufzuhalten? Eine erhöhte Kroganer-Population hätte den Rat dazu gezwungen, Schritte zu unternehmen. Wahrscheinlich bezüglich der Kolonierechte in der Traverse. Die Flotten der Turianer sind sehr wachsam, was militärische Aktivitäten in diesem Gebiet angeht. Sie hätten die Geth vielleicht auf Eden Prime aufgehalten. Reine Vermutung. Das lässt sich unmöglich mit Sicherheit sagen. Verstehen Sie nicht? Wir haben versucht, Gott zu spielen und wir haben versagt. Wir haben alles nur schlimmer gemacht. Und ich bringe alles wieder in Ordnung. Sie sprachen über den Tod, aber die Genophage bringt niemanden um. Sie beeinflusst nur die Fruchtbarkeit. Die Kroganer kämpfen um fruchtbare Frauen. Sie werden Söldner oder Piraten, weil sie keine Alternative sehen. Sie wären jetzt mitten in einer Blütezeit ihrer Kultur, wenn wir nicht beschlossen hätten, dass sie etwas anderes verdienen. Inkorrekt. Große Kroganer-Populationen führen immer zum Krieg. Die Simulationen waren eindeutig. Warum die Zusammenarbeit mit dem Werlock-Clan? Und wie sind Sie an die Daten der Genophage gekommen? Die Daten waren leicht zu kriegen. Wir hatten immer noch alle Zugang darauf. Wir waren Helden. Ich musste nur danach fragen. Und was die Werlock angeht, sie waren der einzige Clan mit genug Ressourcen und der nötigen Entschlossenheit. Wir legen Ihr Labor still, Malon. Ich lege noch viel mehr still. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment. Sie müssen das nicht tun, Morden. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Ende. Malon. Raus. Kein Werlock übrig. Projekt beendet. Was ist, wenn er mit anderen Kroganern spricht und die Öffentlichkeit über das Projekt zur Modifikation der Genophage informiert? Die Special Task Group ist gut im Verwischen von Spuren. Es wird keine Beweise geben. Dass Werlock mit Salarianer zusammenarbeitete, ist ungewöhnlich. Andere Kroganer werden ihn töten. Haben Sie keine Sorge, dass er seine Forschungen wieder aufnimmt? Nein. Diese Anlage wird versiegelt und die Special Task Group unterbindet den Zugriff auf die alten Daten. Er könnte bei Null anfangen, würde aber Jahrzehnte dauern. Und ich habe Ihnen nicht alles beigebracht, was ich weiß. Was ist, wenn er mit anderen Kroganern spricht und die Öffentlichkeit über das Projekt zur Modifikation der Genophage informiert? Die Special Task Group ist gut im Verwischen von Spuren. Dass Werlock mit Salarianer zusammenarbeitete, ist ungewöhnlich. Andere Kroganer werden ihn töten. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler.
Danke. Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Morden. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken ist. Von Korganern ist sowas zu erwarten, nicht von einem der meinen. Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Diskussion über die Ethik der Genophage führen. Ja, so viele Variablen, Stressreaktionen, unmöglich präzise vorherzusagen. Stoff zum Nachdenken. Melons Forschung, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit, aber dennoch ist sie wertvoll. Diese Forschungen beruhen auf Tests mit lebenden Opfern. Die Ergebnisse sind schmutzig. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Opfer umsonst gestorben. Wenn ich die Forschungen behalte und weiterführe, bekommt alles wieder Sinn. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Korgana. Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Zu viele Variablen. Sie bedauern, was aus den Korganern geworden ist. Sie sehen die Schrecken, die Sie hier verursacht haben, aber Sie sehen auch den Verlust. Verschwendetes Potenzial. Das verdienen Sie nicht, Morden. Retten Sie die Daten. Stimmt, Shepard. Sichere Daten und lösche lokale Kopie. Heilmittel noch immer Jahre entfernt, aber besser als ganz von vorn zu beginnen. Fertig. Wir können gehen. Wir können Tuchanka verlassen. Irgendwo hingehen, wo vielleicht die Sonne scheint. Verschwinden wir von hier. Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Lassen Sie mich einfach durch. Ich habe einiges zu erledigen. Und die Salarianer auch. Die kleinen Mistkerle halten sich für oberschlau. Aber für den Kampf gegen die Rachni haben sie uns gebraucht, was? Im fairen Kampf konnten sie uns nicht besiegen. Sie mussten Krankheiten einsetzen. Es war ein Fall passiert. Der Erdnord-Clan hat nach der Vernichtung des Verlock-Clans an Stärke gewonnen. Es sieht so aus, als hätten die Erdnord in der Basis der geschwächten Verlock Waffen und Vorräte geplündert. Selbstverständlich. Natürliche Selektion. Schwache werden Opfer der Starken. Keine Überraschung. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Bist du denn wirklich glücklich in diesem Lager? Wo die Energie ständig zusammenbricht und Pyjax, Varen und andere Clans pausenlos versuchen? Sie sind Shepard. Jedes andere Alien hätten wir vom Himmel geschossen. Aber Ihnen gebührt der Respekt, den wir unseren mächtigsten Feinden entgegenbringen. Sie haben Würmeier vernichtet. Sie haben uns davor bewahrt, Sarens Handlanger zu werden. Aber Sie haben auch ein Heilmittel für die Genophage zerstört. Und außerdem haben Sie Erdnord Rex getötet. Ich bin Clanführer Erdnord Reeve. Rex war mein Blutsbruder. Ich wünschte, es hätte eine andere Lösung gegeben. Er war ein wertvolles Mitglied meiner Crew. Menschliche Emotionen schmecken nach Pisse. Sie sollten keinen Tod damit entwerten. Schon gar nicht, wenn er so nützlich war wie dieser. Durch den Tod von Rex wurden seine Freunde zu meinen Freunden. Der Erdnord-Clan fiel mir zu, was zu seinem Besten war. Er hatte beunruhigende Ideen. Mit
einem Anführer, der die Tradition wahrt, ist es um uns besser bestellt. Sie sollten nicht für mich sprechen, Uwek. Also Shepard, was wollen Sie hier? Wie viele Mitglieder hat Ihr Clan? Lassen Sie sich von diesem Grenzlager nicht täuschen. Wir sind viele. Der Großteil unserer Streitkräfte ist in der Hauptsiedlung. Die Frauen haben ihren eigenen Clan. All das werden Sie nicht zu sehen bekommen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Kroganerin gesehen. Das werden Sie auch nie. Sie haben eigene Lager mit eigenen Wachen. Momentan befindet sich ein Abgesandter der Frauen im Lager. Er heißt Nathorf. Er kann entscheiden, ob er Ihnen etwas über die Frauen erzählt. Sie waren der Blutsbruder von Rex. Konnten Sie sich nicht einigen, wer die Führung übernimmt? Uns hat dieselbe Mutter geboren. Allerdings lagen 10 Jahre dazwischen. Rex wollte die Clans einigen. Er wollte mit der Tradition brechen, um unsere Spezies zu stabilisieren. Er war ein Narr. Die Kroganer können nur stärker werden, wenn wir die Schwachen in der Schlacht ausmerzen. Er hätte uns so weich gemacht wie die Asari. Leben sie alle unterirdisch? Ist die Oberfläche so unwirtlich? Das Miteinander von Duchanka und den Kroganern ist ein ständiger Krieg. Der Planet hasst uns und wir hassen ihn auch. Finden Sie es selbst raus. Trotzen Sie dem unfruchtbaren, vom Krieg gezeichneten Ödland und entdecken Sie die Welt, die die Kroganer so stark gemacht hat, dass sie sogar der Galaxie drohen können. Wer ist das? Ich dachte, Sie führen den Clan alleine. Uwek gehört zum Gettertok-Clan. Der Kampf zwischen uns hatte sich totgelaufen und wir haben ein vorläufiges Abkommen geschlossen. Ein kurzfristiges Bündnis. Im Moment führt Erdnot, wie es die Tradition gebietet. Ja, im Moment. Wir werden sehen. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Dieser Kroganer riecht wie ein Jugendlicher. Wurde sein Clan vernichtet, bevor er gelernt hat, wie man lebt? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einen Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Chiaga, Turk, Brent, Biol. Sie sind das Resultat einer Spritze und nicht dafür gemacht, Duchanka zu betreten. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Sie sind ein Produkt von Okir? Er wird überall gehasst? Er ist tot. Schade. Hass ist etwas Gutes. Mit großer Wirkung. Wieso denken Sie dabei an Okir? Hier geht es um Grant. Er glaubt, die Verbindung zu Okir rechtfertigt es, dass er diesem Ding gestattet, erwachsen zu werden. Ah, Pubertätsritual. Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb. Nichts derart Schwaches. Er wird erwachsen und muss sich dem Initiationsritus stellen. Tja, ich werde das nicht zulassen. Sie riskieren ihren Status, Reef. Ihren ganzen Clan. Wollen Sie Erdnut Grunt werden? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Das wird der Schamane erklären. Entweder schafft es Grant, oder er stirbt. Genau wie wir alle. Sie würden einem geklonten Kroganer gestatten, sich dem Erdnot-Clan anzuschließen? Nein, das würde ich nicht. Aber Warlord Okir ist weithin bekannt. Grant gewinnen wir möglicherweise an Einfluss. Der Erdnot-Clan wird nicht immer an der Spitze stehen. Teile unseres Volkes werden das nie akzeptieren. Wir müssen abwarten, wie sich Grant beim Ritus schlägt. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn sein Clan vernichtet ist, darf ihn ohne den Ritus jeder töten. Ich würde nicht empfehlen, den Ritus noch länger hinauszuzögern. Der Ritus sichert nur die Clan-Zugehörigkeit. Für seine Stimmungen gibt es kein Heilmittel. Er ist ein Kroganer. Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Dann reden Sie mit dem Schamanen. Er ist hier im Lager. Bereiten Sie sich vor. Und Sie auch, Shepard.
Grant gehört zu ihrer Crew. Sie sind ein Teil dieser Sache. So, an dieser Stelle speichern wir und sagen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye, bye.